Ja, moinsen. Ja, moinsen. Was geht? Ja, nicht fähig. Und bei dir? Oh, ich bin müde wie Sau, aber sonst? Ja. Jo, perfekt. Also, Update gerade. Ja. Oh Mann. War gerade im Spiel drin, war kein Update. Aber groß kann er ja nicht gewesen sein, ne? Nee, ist nicht groß. Wurde zu Corona geladen. Uff. Ja, wann ist der Patch Chemical? Ich glaube um 1 oder sowas ist doch der 12.6er Chemical oder 12.7er, keine Ahnung. Aber was hat sich jetzt geändert? Weißt du was? Bugfixes. Na toll. Geil. Super. Die Munition. Yeah. Wahrscheinlich. Glaube ich nicht. Bei uns nicht. Ja. Also bei mir zumindest nicht, ey. Ich glaube nicht, ey. Oh Gott, ey. Nein, kann ich nicht. Ich hab eigentlich halt nur ein bisschen mit Scav gespielt, ein bisschen Geld gemacht, ey. Ich glaub 3 Runden nur, mehr nicht. Bin nicht dazugekommen. Oh. So viel zur Zeit um die Ohren. Also. Verkaufen und so eine Scheiße. Na, welche Questen musst du jetzt gleich noch mal machen? Ich brauche immer noch Gasanalyzer. Na, perfekt. Sonst keine Ahnung. Ja, achso, ja, doch. Gasanalyzer brauche ich noch und 7 Scavs. Ne, warte. Ich brauche noch ein USB. Ich brauche noch die. Also, ich muss 4 PMCs noch mit der Pistole töten. Ich brauche noch 5 60 Schussmagazine. Wobei, da wollte ich gleich gucken, ob ich die kaufen kann. Wobei, ich habe jetzt wenig Kohle, ne? Ja, aber das zählen sie ja nicht. Ich muss noch auf Küste. Achso, ja, stimmt. Die müssen gefunden sein, ne? Ja, wie gesagt, ich nehme jede Runde 60er Magazin mit und die Wahrscheinlichkeit, dass ich stirb, ist sehr hoch. Ah, passt schon. Da muss ich noch, auf Wurz muss ich noch diese Notrationen da in den Bunkern verteilen. Okay. Ich muss noch 5 Scavs ohne eine Rüstung töten auf Wurz. Okay. Küste muss ich noch die Signalquest machen. Okay. Muss ich die markieren oder nur finden? Nur finden, ne? Ja, nur finden. Später muss man die markieren, glaube ich, ne? Ja, später. Ja. Ich bin auf Küste die A-Quest. Ich muss noch einen USB-Stick finden. Ah, das war eigentlich so ziemlich. Okay. Also auf Küste, oder wie? Können wir machen, mega. Wir können auch erst in die Wälder gehen oder so. Raidkopf, ja Mann. Was geht noch? Ja, mir ist egal, ich bin jetzt ausgerüstet für Küste. Ja, da gehen wir erst Küste. Ja, okay, perfekt. Das wollte ich doch hören. Ah, ich bin müde, Alter. Leck mich an die Füße, Alter. Ohne Scheiß. Okay. Ja, genau, Backed Error wieder. Moin. Oh, das war gut, läuft doch. Haben sie gute Bugfixes gemacht. Ja, natürlich. Ey. Ja. Was hättest du erwartet? Ja, weiß ich nicht. Vernünftiges Spiel. Entschuldigung, habe ich zu viel erwartet. Hey, wir wollten noch mehr Bugs, also. Hau raus, die Bugfixes. Diebel. Munition nochmal mitnehmen, wa? Bitte, bleh. Weil andere Munition kannst du dir wahrscheinlich nicht leisten, ne? Also ich sowieso nicht, aber... Nehmen wir mal nochmal 60. Ah, ich hab gerade sehr viel Geld. Und wie gar nichts. Ja, wie gesagt, ich hab halt 3 Scavs Runs gemacht und hab wieder 800.000 plus gemacht. Also, hey, sag mal so... Wird wohl relativ zügig wieder in Kohle kommen, denke ich. Ah ja, guck mal, moin. Hier ist nochmal ET-Muni. Wie teuer sind die Filter mit... Wieso gingen diese Wasserfilter nicht nach oben? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, die haben das geändert, dass du jetzt wesentlich schneller diese Dings kriegst, weißt du? Diese, das schnell. Diese großen Wassersammler. Ja, genau, diesen Wassersammler. Dass du den jetzt halt wesentlich schneller bekommst. Wie vorher. Ja, aber muss ja auch nicht sein, das ist dann nur 20.000. Die waren vor dem Vibe 80.000. Und die waren teilweise 95.000 wert. Ja, das ich muss am Strand bei dem einer Boot die SV98 und so ein Multi-Tool abgeben. Ich schaue jetzt nochmal nach, wo die Healing muss. Aber das war nun mal am Strand, oder? Was denn? Die Angelausrüstungsquest. Ja, die ist am Strand. Ja, ich schau einfach nochmal nach, wo es hier. Bist du schon fertig oder musst du nur ausrüsten? Ich bin gerade noch am Gucken. Oh, guck mal, hier ist noch der S-Moni. Brauch noch kurz. In einem Moment. Ich muss gerade mal gucken, Alter. Ich verliere halt, solange ich noch nicht die ganzen Kisten hab und sowas, ne, für den ganzen Quatsch, den du so unterbringen kannst, ne? Ja, das ist furchtbar. Holy fuck, Alter, du verlierst so hart den Überblick, Alter. Ja, die haben ja bei der Standard Edition haben sie 20 Slots mehr, glaube ich, gemacht. Ja. Also du hast mehr Platz, praktisch 20 Slots. Ich glaube, das sind 2 Reihen, oder? Ja, 2 Reihen. Ja, 2 Reihen. Oh. Ey, aber du bringst einfach nichts rein. Ne, das Ding ist einfach nur, ich blick da nicht mehr durch, Alter, wo ich was hingepackt habe. Ich habe hier etliche Rigs, um meine Lagerkapazität, sag ich mal, ein bisschen zu erhöhen. Ne? Und ich blick null noch durch, Alter. Ich habe hier keinen Durchblick mehr, was, wie viel ich von was noch hab und wo ich was hab. Aber vorher halt mit den Kisten, Alter, easy peasy, Alter. Da wusstest du von wegen, okay, in der Kiste ist das, in der Kiste ist das, da ist das, da ist das. Na. Ja, wie gesagt, ich muss am Strand die Scheiße da hinlegen und ja. No, ich bin ready. Rage from Tarkov. Ja, Tag Rage, Escape vom Schmutztopf. Oder Rage vom Schmutztopf. Rage vom Schmutz, ja Mann. Ja, das ist alles true. Alles true. Weil. Ja. Was ist eigentlich, ich mein, das Ding ist, ne, ich verstehe nicht, ohne Scheiße, ich verstehe halt manche andere Streamer nicht, ne, auch sowas wie Maya oder Acid, ne, ich gucke viel Acid und Maya, ne, wenn die in so eine Situation sind, ne, dass die, ich meine, abgesehen davon, dass das selten der Fall ist, ne, dass die in solche Situationen kommen wie ich, ne, aber, dass die dann so übel ruhig, selbst wenn was komplett Weirdes passiert, ne, dass die so ruhig bleiben, ne, da denke ich mir, what the heck? Wie, teilweise hat der Meier gesagt, so, das juckt er mir gar nicht mehr, wenn einer auf ihm schießt. Da müssen wir dann schon 5 auf ihm schießen, dass er juckt. Ja. Ja, im Endeffekt aber auch, letztens hat er dann auch einen Rage-Quit hingelegt, Alter. Da hat er dann auch einen Tag was anderes gespielt oder so. Hat er, glaube ich, mal LOL gestreamt und so. Das ist Training, ja, gut, Alter. So viel kann ich gar nicht trainieren, Alter, um so ruhig zu bleiben. Echt, ey. Training, Alter. Moin, ey. Weißt du, was mir gerade auffällt? Dann gehen wir komplett mit den gleichen Waffen rein. Ja, gut. Ja, ich habe ja deine gefunden oder deine einverleibt. Ich weiß. Aber hast ja gesagt, ich darf. Aber du hast kein 60er Magazin. Ja, das brauche ich ja. Also brauche ich noch nicht. Ich meine. Das ist aber jetzt kein extra Grund, Aber abgesehen davon, ich glaube, das macht auch keinen Unterschied. Ich kann, glaube ich, sogar einen 500 Schuss Minigun mitnehmen. Wenn ich mit Plastikkugeln schieße, lachen die sich trotzdem tot. Also, nicht tot, aber kaputt. Du musst einfach mit dem MG auf Reserve schießen. Mit den OFZ. Ja, genau. Zack, 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 ey. Nein, Max, die Waffe ist von Maxi, die habe ich letzten Raid mitgenommen. Woran hält der Wendler sich beim Sex fest? Am Schuhranzen. Moin. An meinem Eastpack. Auf jeden, ey. Ja, wobei Eastpack ist ja jetzt out, ne? Ist ja nicht mehr so wie damals, ne? Ja, stimmt. Ich hatte nie einen Eastpack. Der war zu teuer. Ich hatte immer nur einen For You. Aber der war für mich. Der Scout. Ich schwöre, ich wollte immer einen Eastpack haben. Ich wollte mal sogar einmal im Freibad einen klauen, Alter, weil ich nie einen hatte. Ich hatte immer nur so gammeligen For You, Alter. Ja. Teilweise sind wir mir früher jeden Tag ins Freibad gegangen, jeden Tag. Ja. Wir haben sogar damals, weil wir Kohle sparen wollten, haben wir damals sogar die Liegewiese im Freibad aufgeräumt, eine Stunde lang, und haben dafür dann für den nächsten Tag eine Freikarte bekommen. Echt? Weißt du, was wir mir gemacht haben? Da haben sich die Blagen früher drum geprügelt, Alter, sowas machen zu dürfen. Aufzuräumen, Alter. Heutzutage, Alter, räum mal dein Zimmer auf. Nein, kein Bock. Was wir mir gemacht haben, das Freibad war praktisch, da waren nur zwei Häuser dahinter. Das war so eine Musikschule und noch sowas. So ein Gebäude, ein Wohnblock oder sowas. Ja. Und da haben wir rübergegangen, Kinder von der anderen Seite, und wir haben da tatsächlich ein Loch in den Zaun eingekriegt, und dann sind wir da einfach ohne Eintritt jeden Tag sind wir da reingegangen. Ja gut, so was hatten wir natürlich auch, aber das ist relativ schnell aufgefallen. Also da gab es mehrere Löcher im Zaun so, aber das ist halt relativ früh aufgefallen so. Ja, aber wir haben dann immer die Liegewiese aufgeräumt, und dann haben wir da eine Freikarte für den nächsten Tag bekommen. Der Österreicher klingt so, als wenn er besoffen wäre. Der kommt nur aus Bayern, Alter. Aber ist halt auch Ausland, ne? Was willst du machen? Wo bist du hin? Maxchen? Maxchen? Ah ja. Ich würde sagen, das ist ein Disconnect. He's dead. Warten wir mal kurz. Ob er wiederkommt. Wenn nicht, habe ich schon wieder eine neue Waffe. Also er läuft auf jeden Fall auf einer Stelle. Ah, Maxchen! Bist du wieder im Spiel, oder? Ja, ich bin wieder da. Okay. Ich spüre, sie ist abgestürzt. Irgendwie ist hängen geblieben. Ich hab keinen Sound mehr, ey. Ich will schon was gedacht. Ich leg mich kurz im Busch und starte Spulen rein, ne? Ja, ich geh mal irgendwo in einen anderen Busch, weiter vorne, aber ich bleib auch an dem Zaun. Ja, sorry, irgendwie. Hä? Ne, ist doch kein Ding. Ich hab mich ja extra dahingelegt, damit ich eventuell dich noch ein bisschen beschützen kann. Ne, ich hab auf einmal keinen Sound mehr im Discord gehabt, keinen Sound mehr im Spiel, ey, und da hab mir gedacht so, was ist denn jetzt los, ey? Ja, hab ich mir schon fast gedacht. Ja. Ich hab die auch nicht mehr gehört, keine Ahnung. So 5,3 Promille, maybe. Ja, bin gleich wieder drin, ey. Oh ja, mach mal. So eine Scheiße. Hab ich geschossen? Nein. Okay, perfekt. Dann ist ja perfekt. Sie will dann wieder verbinden. Aha. Ey, was ne Scheiße. Also Talk of Bugfixes auf jeden. Hat geklappt das, ja? Das ist so wie jedes Bugfix-Update. Ja, ich denk's mal, ey. Ja, ich hab keine Ahnung, auf einmal hab ich nur einen Standbild in Tarkov gehabt. Und dann ist diese Fehlermeldung von Tarkov vor dem BSG Launcher gekommen. Habe ich natürlich direkt gemeldet, aber wahrscheinlich wird es in 100% der Fälle eh nicht bearbeitet. Also wird der Bugfix auch nie gefixt werden. Im Endeffekt haben die letztens sogar, habe ich eine Fehlermeldung beim Melden eines Fehlers bekommen. Da habe ich mir gedacht, geil, Alter, du kannst nicht mal vernünftig Fehler melden, Alter. Bei der Fehlermeldung können die fehlerfrei, Alter. Ihr hättet einfach zurückgeschrieben, ich bin wieder da. Ihr hättet einfach zurückgeschrieben, ihr seid der Fehler. So, wo bist du? Ich liege ein bisschen weiter vorne im Busch. Okay. Komm hier raus. Ja, ich bin wieder da. Ja. Ja. Ich hab dich angeleuchtet. Ah, ich hab auch so einen coolen Laser dran, Alter. Ja, Laser ist auch so. Easy peasy, ey. Ich lasse einen Laser immer hoch. Das Mann. Hilft mir. Ja, ja, aber hilft mir. Ich denke mir immer so vom Weg, Alter. Doch total, Alter. Ja, wenn ich jetzt hier irgendwo da vorne einer im Busch läuft, oder? Immer, ne? Da hinten am Baum entlang läuft. Aber ne? Das sext der fast, ne? Hä? So einen dicken Laser, Alter? Ich weiß nicht. Oh, der also springt einen doch voll in die Fresse, Alter. Wenn oder vorne hinten am Boden. Da hinten läuft einer, der denkt sich höchst. Ja, wie gesagt, ich hab das vom Meier das Tutorial angeschaut. Und dann wie eine Katze, Alter. Punkt. Und der hat halt auch gesagt, lass den Laser over, das hilft er beim Üben vom Hypefire. Naja, schon. Ich weiß nicht. Aber das kann halt wirklich wegen der PUBG-Störung sein, Alter, weil da kannst du Hypefire beziehungsweise eigentlich sämtliche Shooter-Spiele, die ich gespielt habe, da kannst du nicht aus der Hüfte schießen, Alter. Wenn du aus der Hüfte schießt, ein AK oder was, Alter, du schießt alles tot auf der Map. Nur nicht das, was du treffen willst. Im PUBG, ne? Ist das so? Ah, da ist das. Aber in fast jedem Game. Also eigentlich alle Spiele, die ich kenne, alle Shooter, die ich kenne, die du aus der Hüfte nicht schießen kannst, Alter. Also so schießen, aber schießt halt alles kaputt, nur was du treffen willst. Ja, ich lauf schnell dem Stash an den Gleisen, ne? Gleisen? Ja, an der Mauer, der. Soll ich mal zeigen. Im Busch. Ich bin hier oben in den Links. Jetzt, du weißt ja, wo die Gleisen jetzt da hinterm Hügel sind, ne? Ja. Ach ne, Quatsch, wir müssen erst vorne zur Radarstation. Dumm. Nee, das ist auch dieses Signal, oder? Nee, nee, musst du markieren. Ja, stimmt, das muss man markieren. Ja, ich komm noch, ne? Oder bist du am Hügel? Ich bin am Hügel am Stash. Ja, perfekt. Ich hab grad Ibuprofen gefunden, ne? Nice. Perfekt. Wo ist denn der Dings? Komm jetzt mal auf die Rückseite des Hügels. Oh. Da bist du? Praktisch, du sägst ja da die Gleisen, ne? Ja. Ja, und links davon, wo die Baumreihe dann anfängt, bei den Büschen. Also da, wo ich hinleuchte. Also. Nee, du bist da. Genau so. Da? Ja, bei dem Büschen. Da. Da unten ist ein Laser. Ja. Ja. Okay. Den kannte ich nicht. Okay. Ah, so. Umgehen. Ja, Radarstation, Alter. Radarstation, dann Strand und dann Sanatorium. Jo. Wenn es bis dahin noch gut läuft, so. Lebenstechnisch ja, easy, und so. Easy clap. Mit Platzpatronen. Also ich habe zwei USBs in meinem Stash, aber der eine, der ist, Found and Raid oder so, der hat gar kein Dings, ne? Also weder Found and Raid noch als Quest-Item, der ist einfach quasi nicht existent. Aber mir wird auch ein USB angezeigt und ich glaube, ich habe noch keinen abgegeben. Das ist halt ultra weird. Ich muss halt einen USB noch finden. Ich brauche nur Ohren und dann bin ich komplett fertig mit den Quests. Ich meine, im Endeffekt brauche ich jetzt noch einen. Braucht man dann nochmal zwei für Hideout oder drei und für drei für eine Mechanic Quest. Ich brauche eigentlich nur irgendwie. Und für einen Jäger brauchst du dann Nummer 3. Ah, dann brauche ich 9 Stück. Aus Gef. 11, 10. Ja, also direkt durch die. Ey. Also direkt durch die 2 nicht. Ist nur nicht down. Einen getroffen oder? Ja. Stirbt nicht. Stirbt noch. Jetzt ist er tot. Tot? Hinten in der Kammer, der ist tot. Ja, perfekt. Oh, da ist noch einer. Hä? Ja moin ey, die schießt 15 mal auf den Scav, der stirbt nicht. Und jetzt hast du, ne? Ja. Aber ich hab meine Rüstung ruiniert mit seiner scheiß Musi-Munition, ey. Ah, so eine Mistmade, ey. Mistmade, blöd. Na, ich guck mal oben. Komm, Grafikkarte. Schade. Ja, im Endeffekt, ich finde auch tausendfach von den Dingern, aber ich habe ja auch schon 2 Stück verkauft, einfach so, weil ich, Katze. Brauchst du, oder? Ja. Ich habe schon welche verkauft von den Dingern. Weil ich eigentlich gedacht hatte, weil ich habe eine Gas-Analyzer-Quest schon fertig gemacht. Hab gedacht, ich brauche danach keine mehr, aber war dann doch noch ein. Ich hatte bei dir das Server ein bisschen eckig. Ich hatte 5 oder 6 Stück drin. Ja. Brauchen nur Broken Chief bei uns, ey. Die kannst du halt am besten. Kabinett. Ja, oder in den Dings. Na, wie auch immer. Ey, wegen den dappigen Musinschuss ist jetzt meine ganze Rüstung ruiniert. Von 59,4 auf 41,3. Mit einem Musinschuss, ey. Ja, immerhin, Alter. Du lebst noch. Ich wäre gestorben. Und das Lustigste ist ja, dieser Musinschuss kam bei mir an, wo der Scav schon umgefallen ist. Also, ja, im Umfallen praktisch geschossen. Wir sind halt auf amerikanische Server, ne? Das heißt, wir haben ein bisschen Ding. Aber das müsste ja eigentlich für uns positiv sein, oder nicht? Ja. Ah, kannst du so sehen, kannst du so sehen. Einerseits, wenn ihr jetzt um eine Ecke läufst oder so, kann das sein, dass du halt schneller um dich siehst. Also du schon weiter bist bei ihm. Andersrum kann auch sein, dass der dich. Dann muss man eben mein Magazin kurz nachfüllen. Ich weiß ja so nur, normal sind Legs scheiße. Hyping. So, wollte morgen mal was lachen haben. Kind gestern gesagt, die sollte, dass wir Sonntag, die hat übelst lange Englisch-Vokabeln gelernt und so. Und halt gar nichts davon. Da habe ich ja gesagt, von wegen, pass auf, dann machen wir Sonntag. Machen wir das mal so, wie bei mir damals in der Schule war. Vokabeln, stellt sich hier vor die Kamera. Die Schulklasse haben wir ja nicht. Dann stellt sich hier vor die Kamera und dann frage ich die Vokabeln ab, du musst laut sagen und danach aufschreiben. Bin ready. Kim. Ah, ich habe hier die Dings. Also ich habe den Scav noch nicht gelootet. Looten willst? Ja, nee. Obwohl, wenn du lootest, dann loote ich. Ah, ich guck mir den mal an, so. Ja, war anscheinend schon jemand. Oder warst du an den Boxen? Ich war gerade an den Boxen. Ja, okay. Brauchst du Musin? Ja, okay. Na, Und dann Küste runter, oder wie? Ja. Machen wir jetzt rein, Quatsch. Hast du gefunden? Was denn? Meine Segelfest? Ja. Ja, perfekt. Hab ich. Ja, manchmal ist das verpackt, ey. Ich bin da einmal hingelaufen, bin dann hingegangen. Und es hat unten schon aufgeleuchtet. Aber es hat einfach nicht Zeit. Ich habe keine Ahnung wieso. Die ist verpackt. Doch, erster habe ich. Weiter ist das. Ja. Oh, Spieler vor uns. Einer down. War noch einer, glaube ich. Glaub auch. Wirf Granate. Ich sehe keinen mehr. Ich gehe jetzt vor. Ich sehe keinen. Ach. Na gut, ich glaube, das war's, oder? Wo hab ich den Typen eigentlich erschossen? Hä? Auf was am Deck gewartet, ey? Deckst du mich? Ja. Ja, perfekt. Also ich versuch's auch. Oh, moin, ey. Oh, shit, ey. Warte mal, der hat einen Pilgrim, ne? Pass auf für eine Quest. Echt? Naja, den brauchst du später für eine Jäger-Quest. Ne, nicht Jäger, ja. Hier. Das ist eine andere Huren. Peacekeeper oder was? Ne, der andere da, der... Rackman. Gehst du dich? Nee. Warum? Hörst du was? Alter. War das so angehört, als wenn du links neben mir bist, dann übelst laut, okay. das Durchsuchen. Okay, lol. Ich hab da Weste hingeschmissen, die kannst du dann durchlooten. Brauch ich nicht. Ja. Oder die nehmen jetzt mir die Weste. Die andere kannst du dann haben. Ich weiß gar nicht, was da ist drin ist, all möglicher Scheiß. Du musst die Teile auf die Waffe machen, dann versetzen. Ja, aber bloß nicht die Scheiße. Nein. Okay, runter. Ja, im Endeffekt, Vokabeln, Alter, das kannst du nur durch auswendig. Richtig lernen, also lesen. Aufschreiben, lesen, aufschreiben. War's war der Meinung, Alter, einmal durchgelesen und dann Arschlecken, ne? Dann kann ich das, ne? Ja. Prozent von dem Zeug. Die Weste kannst du durchschauen, ob du was brauchst. Ich nehm die ganze Weste. Ah, seid ihr da? Oder so. Auch. Kannst du machen. Der hat auf jeden Fall schon einen Kill. Wie hat der kosten? Jetzt warte mal. ST96TTV. Okay. Mal schauen, ob wir ihn finden nachher. Wusstest du die Leute? Ja. Ich sag dann immer gut fight. Obwohl sie Kopfschuss war, aber egal. GS hat der da drin, Alter. Wie gesagt, irgendwie zur Zeit kill ich irgendwie nur Streamer, ey. Ich hab gestern auch wieder einen Streamer killt. Der hat so eine ultra heftige Seiger dabei gehabt, ne? Ja. So 20 Schuss Trommelmagazin. Die war gemoddet, ey. Die habe ich für 150.000 verkauft auf dem Fliehmarkt. Ja. Das war mega. Jetzt nur noch zum Strand die Scheiße abgeben und dann nur das Signal. Haben wir's. Ist eigentlich besser. DKV, Rüstungsklasse oder die Nuss? Nussschale. Und der TK viel besser aussieht. Ja, ich weiß, aber Aber die ist ja Level 3, die Nussschale. Ja. Ich bin da schon wieder 46 Kilo, ja. Wenn man so dreht, kann man aber, ey, das ist easy. Warte immer so lange, bis der Shift schon mal. Außer nur eine Hose runterziehen, kurz auf die kalte Brille setzen und dann plopp. Dann kurz machen. Nee, also ich bin eher so entspannt. Also, ja, ich finde auf dem Klo sitzen und kacken, Alter, ist so eine Zeitverschwendung, Alter. Hab ich gar keinen Bock drauf, Alter. Obwohl ich hochgestern hier über die Stunde, oder? Nee, Alter, ich fühle mich da viel zu nutzlos, Alter, auf dem Klo, Alter. Ich weiß ich nicht, Alter, da schlafen mir die Beine ein, Alter, wenn ihr den ganzen Tag so auf den Schüsseln sitzt, Alter. Weiß ich nicht. Ich hoffe, das sind jetzt keine Scaffs mehr. Ich finde Kacken echt nicht entspannt. Mich ist Kacken voll der Endstress, Alter. Ich muss immer so lange warten, Alter, bis der Stift malt, Alter, dann Hose runter, schnell draufsitzen, plopp. Einmal hier Arsch rein und dann ist gut. Oh, Scaff unten. Brauchst du Scaff? Nein, nein. Mal an die Tanke hoch. Ja. Will ich was Totes? Ja, Scaffs wahrscheinlich. Ja. OPO. Er muss schnell die Scheiße abgeben, dann. Ja, dann dauert ja voll lange. Ja, das ist so offen, ne? Ja, ich komme sofort. Ja, vom Hügel ist halt scheiße. Naja, schon hinten. Du musst doch nur 2 Sachen, glaube ich, placen. Ich hoffe, der placed zuerst die Waffe, weil die ist mehr wert. Komm. Ja, ich bin unten am Strand an dem Schiffswrack. Und an dem Boot. Hab ich die jetzt fertig? Und im Endeffekt viel sehen kann ich sowieso nicht, ne? Ja, ich habe nur so ein Multitool placen müssen, das habe ich ja dabei. So geplaced, ey, bin ready, ey. Wo bist du? Hinter dir, Mann. Okay. So. Habe ich letzte Mal nämlich meinen Red Rebel gefunden. Okay. Oh. Ist alles tot an der Tanke? Und ich hab den Rabo da gelassen, die Kleinen. Weiß ich nicht, ich hab ja noch nicht hochgeguckt. Ich bin jetzt gleich in der Tanke. Hey, lol. Hä? 18, ja. Seit wann ist so Feuer? Seit wann kriegt man da Feuerschaden? Oh ja. Alter. Moin. Alter, ich bin fast down, Alter. Wollte gerade sagen, Alter, das ist nicht gerade wenig, ey. Holy shit. Oh. Oh. Alter. Voll die riesen Range, Alter. Feuerschaden. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ja moin, ey, wir haben mal wieder einen neuen Bug gefunden, ey. Wetten. Ich wette mit dir, dieser Bug. Ich hab gleich kein Heal-Zeug mehr, ey. Was soll ich tun? Ich, Alter. What the fuck? Ein Schuss. Moin, Alter. Das ist unnormal. Das ist ein neues Magazin, Alter, safe. Ja, du brauchst nur das Signal auf dem Dach, ne? Ah. Ja. Was wir hier, Alter. Ja. Bitte, Alter. Gehst du draußen? Nein. hinten in der Tankstelle. Also machst du den Ressort auf, oder? Ja. Na, perfekt. Was ist so? Junge, ich bin fast verreckt. Also ich bin mir sicher, dass es ein Bug ist. Und jetzt zielst du dich wieder durch, Alter, und kriegst du... Ja, wie gesagt, ich bin erst gar nicht durchgegangen. Ich hab mir gedacht, so, hey, seit wann kriegt man da Schaden? Guck, da bin ich gewesen. Ah. Da hab ich Schaden gekriegt. Also ich gehe keinen Fuß mehr in diese Tankstelle. Das ist mir... Das ist mir zu gewagt, ey. Anders kommst du hier gar nicht mehr raus, ne? Vorne vielleicht? Geht's da? Ey, was denn das schon wieder für Scheiße? Aber warte, bleib mal stehen. Bleib stehen. Ne, ist nur das Feuer, okay. Was? Ey, so eine Scheiße, ey. Echt? Nee, oder? Alter, ich bin da jetzt schneller durchgerannt wie gerade, Alter. Jetzt. Feuer, Alter. Ja, Kim nicht zu deiner Leiche, wahrscheinlich Kim Corner. Ja. Ja, ich kiss uns verbinde mir die Schnauze. Moin, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Machen wie bei PUBG, Alter. Die machen das Beste daraus, um das Spiel zu. Ja, durchs Feuer. Stimmt nicht durch Regen, Alter. Wobei würde mich auch nicht wundern. Durch Hagel, oder? Durch Hagel erschlagen. Ich dachte, Alter, das Spiel ist scheiße, das ist direkt. Einfach nur. Wir haben jetzt noch eine Woche scheiße Spiel. Danach erstmal mit Last of Us 3. Schön entspannt Last of Us 3 setzen. Na, das Spiel ist eine ja ziemlich geil, ne? Ja. Ja, also von daher haben wir ganz entspannt. Wie viel kostet das zu Release? The Last of Us 2. Was ist zufällig? Was denn? Wie viel Last of Us 2 zum Release kostet? Okay. Naja. Ja, ruf mal. Ja, das Spiel ist da so durch das Feuer sterben kann. Ja, das ist ja Bug, hab ich gesagt. Aber du bist da schon durchgegangen, ne? Ja, vor allem, ich bin da hin, habe ich sogar noch eine Pause gemacht, ne, am Kühlschrank. Geholt. Und nicht gestorben. Und zurück, Alter, bin ich einfach nur durchgerannt und bin weg. Ja, moin, ey. Ich hab die bloß reingekehrt, ey. Und ob man dann gedacht, so, ja, du kommst schon durch, ey. Und dann, tot. Aber ich bin erst gar nicht reingegangen, ey, wo ich den Schaden gekriegt habe. Ich schwör, ich bin nur eine Sekunde drin gestanden, ey. Ich war fast down, ey. Ich hab nur 90 Leben gehabt, ey. Ja, auf dem Weg habe ich noch 200 sowieso gehabt. 216 Leben oder so. Mhm. Ja, dann habe ich mich ja komplett hochgehielt. Grenze. Komplett hochgehielt und dann wieder zurück und dann tot. War wenigstens was drin? Ja. Moin. Gestern habe ich mal wieder gedacht, so ein Drecksgame, ey. Ja, ich gehe jetzt mal kurz auf die Bank. Ja. Ja, ich muss erst sortieren, ey. Aber der Typ hat eine gute SKS dabei gehabt, ey. Den muss ich ihm lassen. Der war nicht schlecht equipped. M995. Mittlerweile, ja, ganz fair. Verkaufe. Mhm. Würde mich auch nicht wundern. Und ich weiß noch nicht, Lenze, mir ist einfach nur jetzt mir gut. Ich weiß halt noch nicht von wegen, wollt ihr auch radioaktive Alter. Auch mit dem Granatwerfer. Weiß nicht. Ja, nee, Alter. Granatenwerfer, da bin ich raus, ey. Ja, hier, dieser Unterlaufgranatwerfer da. Radioaktive Strahlung und sowas soll ja auch. Ja. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Besteht Tarkov aus. Hat nicht mehr das Genre Shooter, sondern Genre. Heftig kennst du zufällig Rust? Ja. Ja. Das Spiel mit radioaktiver Strahlung, das ist ja auch mit radioaktiver Strahlung gespielt. Und das Spiel, wo rausgekommen ist, haben sie ein paar gezockt. Aber danach zockt kein Mensch mehr. Das ist tot, dieses Spiel. Ja. Ich bin da auf Servern auf, also ich hab's mir mal so gekauft, so rein aus Interesse, weil es eigentlich ganz cool hab gefunden. Und ich bin da auf da war kein einziger Server ansatzweise voll. Nur die meisten haben es halt einfach gestört wegen der radioaktiven Strahlung, weil das ja Müll. Naja. Hoffen wir, dass das nicht so weit geht. Ein Peacekeeper. Killbarhelm, wie viel ist denn der Wert? Einen habe ich abgeknallt. Ey, Freddy, nein. Elfie, was geht? Es läuft doch, oder? Sieht aus, wie es aussieht. Also, ich bin müde, ja. Moin Marcel, ich bin seit 4:05 wach. Also, gut, dann haben wir nichts anderes. Haben wir wenigstens einen Grund. Dann geht's mir gut, Alter. Hast mich geradet, nur das. Ja, ich hab deinen Namen hab ich auf jeden Fall gelesen. Weil ich hab auch so ein Freddy LP auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du der gleiche bist. Glaubst du oder nicht, ne? Ich habe gerade einen Spieler mit S-Muni abgeknallt. Ja gut, ich bin an Level 22 und ja, mir hat auch schon einer mit der Pistole ins Gesicht geschossen. Gut. Level 3 wahrscheinlich. Ja, aber du verstehst glaube ich die Dings nicht, weißt du? Ich und Pistole. Achso, auf YouTube, okay. Du hast ja Energy, ja, habe ich aber. Ja gut, aber wenn man mir das vom Arbeiten, dann hilft das ja nichts mehr. Hey, der hat einen Gasanalyzer gehabt. Perfekt. Freundschaftstabletten. Alles, was du brauchst. Frage, wie komme ich? Ja, bin mal kurz weg, ne? Noch nicht jetzt auf dem Weg zum Ausgang, ne? Ja, ja. Komm dann wieder. Ah, ey, weiß einer, wofür man den Cowboy-Hut braucht? Du musst alles reißen, wieso? Heute den Cowboy-Hut, irgendwo braucht man den, glaube ich. Weiß nicht mehr wofür. Hey Freddy, Alter. Danke, dass du da warst. Und schön was auch rein. Willkommen im Waffen. Pink. So, bin wieder da. Jojo. Chill. Chillen Sie. Hey, du willst auf Boots, oder? Oder? Ne, wir können auch noch auf Dings. Ja, okay, perfekt. Nochmal Kiste. Für den zweiten Teil noch machen. Okay. Weil halt die Frage ist, ob ich jetzt... Nee, muss nicht. In welchen Raum muss ich denn da? Zimmer 306. Und das wäre... Einfach mal ein paar Russen. Okay. Nicht lang. Okay, den roten. Das ist welcher? Okay, weswegen? Für diese Scheiß-Quest 400.000 für den Schluss. Oh, ich hätte mir den Schlüssel nicht gekauft. Peter, kostet die Questschlüssel alle fast gar nichts. Ich habe mir den Schlüssel, glaube ich, jetzt ja nicht. Weil nur für die Quest, der ohne Raum, glaube ich, ist. Weißt du, da wo der 306er Key, da wo die eine Leiche drin ist, ne. Ich hab noch mal ein Skelett. Nein. Oh, mit welcher Waffe begnüge ich mich denn? Ja, mit einer AK. Problem, ich muss halt auf Shoreline nichts mehr machen, aber mir können wir gerne aufgehen. Ich muss immer nur diese G-Phones finden, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Haben wir da noch? Dann hat man noch. Deswegen können wir auch auf Boots gehen. Nee. Ich hab mit Dobi genauso nichts zum Tor. Das ist... Wie gesagt, ist egal, ich mal gern gehe. Weil Shoreline eigentlich so mein Hauptmap ist. Oder so mein Hauptziel. Okay. Heliko Senefe. Weiß nicht. Ausdauer, ne? Bei was? Beim Visieren oder was? Nee, beim über die Leitplanke springen. Jetzt haben wir ausgegangen. Ja, moin. Und bin draußen. Nice. Ey, Flash, Alter, was geht? Servus, ich bin mit dem kleinen PC am Start. Wer ist der Kleine? Also, wer? Ja, kommt neuer Name. Ich bin jetzt mit dem kleinen PC am Start. Geil, Alter, top, Junge. Aber wenn du mir jetzt damit sagen wolltest, dass der Contents vielleicht Sinn. Nee, egal. Ah, Leckmeter, Alter, rechte Bein getötet. Hm. Ach man, wie wurde jetzt der Kursen Scheiße um den Nachschau. Schade. Nur im Gucken halt. Ich würde sie nur so schön unter den Nosen reiben. Ein Pilgrim? Den habe ich gefunden. Ja, nice. Wir bezahlen war ein Pilgrim dabei, ey, Arschlecken. Fällt nicht auf. Fällt nicht auf. Bin am Überlegen, ob ich da ein paar Granaten mit einem. Soll ich zwei mitnehmen oder mehr als zwei? Im Endeffekt. Granaten sind an sich mega. Ja, Schlägen, Alter. Zwei gehen noch. Schlägen. So. 2 mal 20.000, das wollte ich sehen. Mann, ich hab's ja halt eh wieder gesehen, Alter, machst 3 Scaff-Runden und im Endeffekt bist dann eh schon wieder bei fast 1 Million, ey. Das... Du gehst einfach auf Küste, lootest 5 ISO-Tapes, verkaufst das für 38.000 und dann... Oder ne, weißt du, was lustig war? Ich bin auf Küste mit Scaff gegangen. Und dann war 2 Mal hintereinander in den Hidden Teile da, war 2 Mal Totenkopf drin. Weißt du, diese goldenen Totenköpfe. Erstmal schöne 100.000, ey. Ja. Hat schon was, hat schon was. Bringen die Kifferhelme eigentlich was? Weiß es nicht. Im Endeffekt glaube ich Stirn, Nacken, Ohren. Level 3. Na, keine Ahnung, ey. Soll ich es mal ausprobieren? Ich weiß nicht mal, welchen Helm du meinst. Die war keine Ahnung. Beim. Achso, dort sind diese blau polierten, grün polierten Dinge. Ja, ja, genau. Level 3. An und für sich nicht schlecht eigentlich, oder? Nein, jetzt habe ich. Ja. Das ist leider wohl noch. Oh, wie dumm ist das denn? Bei der Quest aufmischen. Von Skier. Skier okay. Aufmischen, warte. Ah ja, okay. Ja, ja, ja. Hast du die Quest? Da steht, ja, ja. Eliminiere 4 Teams. Einer Pistole, 0 von 3. Ja, 3. Ich hab mehrere Questen davon gehabt. Warte mal, jetzt schau ich's einmal. Warte mal. Jetzt pass mal auf, wo sind die ganzen Questen? Wenn du das auf Deutsch hast, dann ist so komisch. Ach, wo haben sie jetzt geheißen? Oder zum Beispiel bei Skier die Quest mit den 7 U6-Kill, ne? Ja. Und dann musst du ja diese Marken abgeben. Und dann ist ist halt nicht finde im Raid 7 PMC Music Marken da gestanden, sondern praktisch in-game praktisch das Programmierte, also wie der Gegenstand praktisch heißt. Also ist da so eine lange, ewig lange Zahlenkombination gestanden und ich hab mir gedacht, was wollen die von mir, ey? Ja, das hatte ich bei den Gasanalysen. Naja, bei denen sonst. Also die deutsche Übersetzung ist total Käse. Käse. Ich muss auch nur die Pistol-Kills machen, aber ganz ehrlich, ich hab keinen Bock auf diese Pistol-Kills, stirbst eh nur. Und ich hab keinen Bock 50 mal in Factory zum Gehen, nur dass ich da einen Pistol-Kill mache. Nein. Nee, sehe ich nicht ein. Ah, im Endeffekt musst du... Ansonsten macht das keinen Sinn. Ja, wie gesagt, ich habe zweimal Glock mitgenommen mit 50er Magazin. Ich schieße den Mo in die Beine, der stirbt einfach nicht. Also ich bin Küste 9 Uhr, ne? Ach warte, ich muss noch was dringen. Ah, Mann. Bin ja wieder so ein Schnellchecker. Perfekt, ey. Perfekt. So, bin ready. Muss eben nur checken, ist ein Laser drauf? Ja. Laser muss halt. Also ich finde Laser immer ganz wichtig. Ah, ich überhaupt nicht. Vor allem... Verlor hilft da ja schon. Halb. Was? Echt jetzt? Hab ich noch nicht drauf geguckt. Was sagst du, Max? Im Endeffekt ist es halt so, wenn du im Nahkampf bist und einen Laser hast oder drohst und du den O schießt, dann hast du halt automatisch weniger Rückstoß. Ja. Ich hilft voll. Laser. Ja, ich denke mir halt immer nur, der Laser, der verrät dich halt. Oder auch wenn du irgendwie in einem Haus reingehst. Oder du gehst ins Sanatorium. Oder rum. Würde ich mich doch nicht. Na gut, letztens waren Customs auch, ey. Da habe ich für Quest in den Raum müssen. Ja, dann habe ich nämlich auch schon bestimmt zweimal gehabt oder so. Dann wirklich im Raum gesessen habe oder looten war, mach den Loot zu, ich mal, guck rum, auf einmal sehe ich so ein Red erstmal aufmerksam geworden wie eine Katze, Alter. Guck, ja, hab mich nicht mehr bewegt, Alter, hab gewartet, bis er an meiner Tür vorbeigelaufen ist, hab ich den Arm geknallt. Den hätte ich so nicht gehört, Alter. Ja. Ich glaube, teilweise muss man es noch ein bisschen verbessern, sage ich jetzt mal. Ja, das neue Soundsystem finde ich. Ich weiß nicht, ich finde... Echt? Doch, ich irgendwie voll, wenn ich in die Dorms bin. Ich finde voll den Unterschied. Ja gut, ich ja noch nicht. In der offenen Welt finde ich... Vor allem bei den Granaten halt auch, weil das hat sich immer angehört, das war es entweder hinter dir eingeschlagen oder vor dir. Und dabei ist hinter dir eingeschlagen und dabei ist 100 Meter vor dir eingeschlagen auf linker Seite oder sowas. Das war total weird. Geh nie wieder in diese Tankstelle, nein. Vor allem, wie dumm das ist, Alter. Ja, das ist 100% verpackt. Kommst du da hinten an den Tresor und so, man kommt da gar nicht ran. An der Kiste. Kommst du ja gar nicht hin. Aber von vorne, weißt schon, wo die Theke ist, ich bin da 8 Sekunden gestanden. Ich war fast down, ich hab 90 Leben noch gehabt. Ja, ich sage, vor allem auf dem Hinweg hat das weniger Schaden gemacht wie auf dem Rückweg. Hm? Da sind wir ja auch nicht reingelaufen. Ja. Ja, irgendwie total weird wieder, ey. Der Bugfix hat bloß wieder mehrere Bugs gemacht. Bin ich mir 100% sicher. Wenn sie das machen wollen, so mit dem Feuer da und so, dann soll wenigstens irgendwie eine kleine Schneise hast, wo du kaufen kannst. Oder? Ausdauer 4. Ja, nice, ey. Brauchst du Shampoo? Okay. So? Was? Wollte man das bekommen? Nur so? Ich frage ja. Ich glaube für irgendeinen Handelsgegenstand oder so. I don't know. Hm. Gesundheit. Hoppala. Corona, Alter. Ne, ich hab auch so einen Niesanfall gehabt. Ich brauch nur Raum 104 in die Dorns. Oh, dick beim Niesen abgesammelt. Du bist im Laden, oder? Ja. Ja. Hier ist Keck, Alter. Die Session so. Na gut. War ja gerade am Weg. Ja, dann mach du das. Okay. Hast du gewusst, dass man von außen vor dem Ring da hinkommt? Ja. Ist mir auch aufgefallen. Ich bin da immer neidstand, ey. Auf rechts waren Steps? Okay. Wo im Haus oder? Bin jetzt bei dem einen Haus. Okay. Okay, ist bei der Villa. Ey, ich hab Propan gefunden, ey. Ist das noch was wert? 40.000 oder so? Glaube ich. Ja, brauchst du eine Zigarette? Ich glaube nicht. Aber ich habe die Quest dann. Okay. Also ich habe schon ein paar Kippen gesammelt, aber... Ey, oder? Okay, lol. Ich bin jetzt... Ihr hättet jetzt fast gemeint, ich bin im Loch stecken geblieben. Ich hab gar kein Ziel dabei, Alter. Ja, ich hab dabei... Warte mal. Als wenn ich ihn brauche. Also wenn ich sowieso nicht, also naja. Ne, warte, legst du in die Taschen da rein. Da ist wenigstens ein IFAK. Hier was ein Leber. Dankeschön. Bitte. Nee, ich hab Verhängnis. Ja, ich kann die halt noch nicht machen, so, weißt du? Schmerzmittel, seine Ahnung. Drin, in der linken Tasche. Und der Key ist auch noch drin. Das ist, glaube ich, nur 20.000 wert. Ne, Lagerschüssel. Ja, den brauchst du für die Quest. Ja. Ich bin schon im nächsten Haus. Hinten. Jo. Aber ich find's komisch, dass Muttern sind ja nur die Hälfte wert wie die Schrauben. Warum? Ja, weil du Muttern öfter findest. Ich finde das Lustige, ich hab dreifach so viele Schrauben in der Stash wie Muttern. Das verstehe ich nicht. Sagen wir mal noch da zu dem Haus mit dem toten Informanten. Wie bitte? Dem toten Informanten. Was du gerade Scheiben? Nein. Okay, Scheiben sind zerbrochen. Schüsse an der Villa. Bist du an meinem Haus? Ja. Okay. Hier in den Eck. Ja. Okay, bei der Villa waren Schüsse. Ich schau nur kurz in den Heal-Ding da rein. Und einer ist auf jeden Fall im Haus. Wachraum-Key ist auch drin. Für die Dorms. Brauchst du den wahrscheinlich auch noch? Ja, in der Jacke. In der Jacke. Jacke, oder? Und da. Und da. Okay, die waren auf jeden Fall bei der Villa oben. Wo musst du jetzt nur hier, Achso. Das ist eindeutiger PSH oder wie die Scheiße was? PPS. Neue Waffe. Entweder die oder das ist eine MP9. Nee, klappt nicht. Ich glaube eher die neue. Also. Weil die ist eigentlich recht stark. Vor allem am. Du musst halt bloß auf Fußhöhe treffen, ne? Wenn so deine 10 Hits hast, liegt eigentlich jeder Gegner. Ja. Ja, okay, ja, Speedhack Jumps. Sorry, bin ich glaube ich viermal jumpt, ey, und bin da vorne, ey. Vor allem wenn du am Berg so runter jumpst, ey, du bist so schnell. Mehr tot, Alter. Das ist mir auch schon mal passiert, ey. Ich bin sogar schon mal vom Ressort runter. Ich wollte eigentlich nur auf die, den Außenbereich. Ja, auf die Attika draufspringen. Na genau. Und dann bam, Alter. Dann macht er so einen Mega-Jump, weißt du? Ich bin auch schon mal an der Radarstation über den. Ich wollte auf den Felsen drauf springen und der Felsen war viel weit und viel zu hoch, dass ich da rüber springen konnte oder was, ne? Dann bin ich so an dem Stein so rüber geglitscht und dann so ist runtergefallen und gestorben. Beine gebrochen, Blutung, Alter, dann bin ich daran gestorben, Alter, ist ja geil. Und das ist voll nice, Alter. Das ist richtig gefreut, ey. Ich glaub's nicht. Das ist auf der linken Seite, oder? Das der Signal. Seite, wo wir, ja, vom Strand aus gesehen links. Ja. Der Seite, wo wir jetzt drauf zulaufen. Ja, vom Haupteingang halt. Ja. Oh, unten Scaff. Da läuft nur einer vor uns. Ja, hier rechts. Vor uns. Hier rechts ist noch einer. Ist down. Okay. Meine Schüsse waren nicht so leise. Ja, Schalldämpfer. Alter, die waren leise. Ja, ich hoffe an guten Schalli drauf. Wie heißt jetzt hier? Warte mal. Für die Abteilung. Warte mal. Ich schau kurz. Der heißt DTKP MK2 Schalldämpfer. Das ist glaube ich neu, ne? Weiß ich gar nicht. Wolltest du die mal im Looten oder? Ja, können wir mal. Ich muss eh kurz mein Mac reloaden. Ich hab nur BP und nee, ich bin so ein Vogel. Hast du dir die Waffe von dem Boy genommen schon? Ja, die MP 153. Brauchst du die? Nein. Ich hab mich nur gewundert, dass er keine Waffe mehr hatte. Ich hab nee, nicht gesehen, dass du den gelootet hast. Ja, ich hab die ganz schnell übernommen. Einer hat euch erhört, hat er keine Waffe mehr. Du schnurrt aber wieder. Brauchst du noch diese Masken? Nee, Atemschutzmasken. Ich bin ja gerade an der Quest machen mit. Nee, warte, die habe ich fertig. Du musst du Scaff mit Schalldämpfer killen auf Küste. Und jetzt habe ich gerade die. Warte mal. Stimmt, ich muss mit AKSU. Muss ich Scaffs killen auf Customs. Okay. Ich glaube noch 9 oder so. Oder 10. Bin ja schon wieder 35 Kilo, ey. Das geht rucki zucki, ey. Nein, leider nicht, nein. Ich würde direkt die Treppe hinten hochlaufen. Nee, ich würde hier vorne reingehen ins Gebäude und dann die innere Treppe. Nee, diese Metalltreppe da vor uns. Die ist viel zu laut. Da läuft irgendwas. Links, ne? Da läuft irgendwas am irgendwas ist gerade gelaufen. Oh, ich hab hier links, glaube ich. Links? Monst. Okay. Aber ich bin jetzt rechts vor dir. Ja. Aber nicht sicher, weil so laut außer Atem war. Ja, kann sein, dass er links den Zaun rüber gesprintet ist. Aber ich sag nichts. Einfach mal rein. Ja, komm, Arschlecken. So, das ist das Motto in Tage. So muss das. Ja. Magst du innen, oder was? Ja. Also ich bin für die Quest immer außen gegangen. Okay, das. Ja. Nee, schaut mir. Sind wir jetzt schon oben, ja. Ja, das war die da vorne. Hol ich mir noch einen Red Rabbit? Ein Kappa. Ein Kappa. Ernsthaft? Ja, schau. Wieso? Der hat jetzt gelacht, ey. Ich auch, Alter. Ah, hab die gehört. Dann wieder runter, oder? Ja. Hier mal im Thermalscope. P7. Ja. Hab ich nicht rausbekommen. Was? Hab ich nicht rausbekommen. Du bist gestorben. Merkst gerade wie Sau. Ja. Echt? Ja. Man liegt glaube ich auf meinem Internet gerade. Ich muss vielleicht noch der Runden irgendwie nochmal neu verbinden. Ich hab nämlich auch gerade Boruckler drin gehabt. Aber jetzt geht's wieder. Hast du auch gerade was gehört? Ja, das war ich jetzt. Ja. Oh. Scav. Kann das der Scav-Boss sein? Hä? Kann das der neue Scav-Boss? Es gibt nur keinen Boss, oder? Ach, oder? Ich weiß nicht. Nee, eigentlich nicht. Die doch einführen, oder? Glaub nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Weil die haben doch die letzten Updates schon verschoben. Wollen wir wieder Seite raus oder was wollen wir? Ich muss hier runtergehen, vielleicht Busstop noch. Ist Felspassage offen? Weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt. Ja, kann nicht. Ja. Caves schon down. Das sind aus? Ja. Ich hätte meinen Schlüssel mitnehmen können. Welchen Schlüssel? Für die Tanke da. Tanke? Ja, da ist ein Tresorschlüssel. Aber da gehe ich ja nicht mehr rein. Das ist ein Cabinet. Mal schauen. War schon jemand. Ja, ich denke jetzt einmal, dass der Typ Spirale vergessen. Ja. Wahrscheinlich die Jacken auch nicht gelootet, oder? Nee. Alionka. Ausnahms. Ich bin nur drin. Meine Leiche oder nicht gelootet? Mit Jonka. Wie bitte? Yes. Irgendwo vor dem Sanatorium. Der Straße? Ja, der vorher gebrüllt hat. Der war ja drin, im Sanatorium. Achso. Ja, ich bin nur in dem Raum gerade looten. Freunde von der Villa leben auf jeden Fall. Ah, ja. Schön. Sonst hast du alles durchsucht, oder? Ja. Okay. Dann können wir gehen, oder? Wo wollen wir hier als nächstes? Ich würde jetzt hier oben rumgehen. Oben okay. Über die Plattform und dann zum Schluss. Ja. Na, Sniper Scav ist wahrscheinlich eh schon ausgeschaltet. Oder? Ich sehe wieder nichts. Genau nicht. Ja. Wie gesagt, ich glaube, die großen Scopes sind aber nichts für mich irgendwie. Ich komme mit den kleinen besser zurecht. Muss ganz ehrlich sagen. Wie geht das eigentlich? Und das Ding ist halt immer nur bei ja, den großen Scopes habe ich halt, aber ich bin da zu verwirrt immer mit den mit dem Scalings, mit dem großen Scope was, aber dann später eingestellt hast, kannst du noch schlechter die Entfernung mitteln. Wie gesagt, was ich eigentlich festgestellt habe, also für mich selber. Im Endeffekt diese Waffe umstellen bringt eigentlich überhaupt nichts, weil ich habe das Gefühl, wenn heute jetzt das Kef 300 Meter weg ist und man auf Kopfhöhe zielt, fällt der trotzdem auf den Bauch oder Brustkorb runter oder marschierst drüber halt. Ja, also ich irgendwie, ich laufe mittlerweile die Waffen alle auf 50 und ziel halt einfach ein bisschen höher. Ja, selbst das, Alter, das ist weird, Alter. Ich hab vorhin, letztens auch auf den Scav geschossen, der war weg. Waffe stand auf 50, Alter, und ich hab den, also ich hab den auf den Kopf gezielt, ich war genau auf den Kopf, hab den Kilometer über den Kopf, ist der Schuss eingefallen. Ja. Oder ne, der war auf den Spieler, aber der war halt am Lecken, weil die Runde im Arsch war. Ja. Genau auf den Kopf geschossen, Alter, und da ist die Kugel eingeschlagen. Ja. Will mal raus, oder? Ah, ja. Und da hinten die beiden Stashes machen. Oder 3 oder 4. Oder die 3. 4 wisst ihr die noch. Achso, ja, da hinten noch am Fluss. Ne? Hinten am Fluss. Ich gehe direkt auf den Hügel rechts. Den großen. Ja. Ja, da, wie gesagt, ich glaube an der Radarstation war ein bisschen Radar. Welche Minute haben wir? Okay, der war schon wieder bei mir. Bei dir auch ein bisschen noch was drin. Kondensmilch und also nichts Gutes. Kondensmilch sind auch wieder 18.000. Hm. Ah, da bist du. Bist du das? Ja, ja. Ja, perfekt. Ja, du. Auf, das ja, da ist genau. Im Busch praktisch. Eigentlich da, wo die nächste Buschreihe auffangen, noch die Gleisen. Ne? Also ich sag dazu immer Gleis-Dash. Weil. Okay. Weil da fangen die Gleisen, also hören die Gleisen auf und direkt da am nächsten Busch. War noch eine Totz drin. Ja, ich wirf glaube ich nur mal kurz meine Granaten, weil dann habe ich mein Limit glaube ich mit Stärke auf 2. Wird der Ausgang nicht angezeigt? Wie bitte? Da wurde der Ausgang nicht angezeigt. Ja moin, ja. Bist du deppert? Deppert oder was? Oh ja moin, Straße zum Zollgelände geschlossen. Ey, kannst du einfach rausgehen. Ne? Okay, ja, habe ich auch gerade gemerkt. Ja, ich habe jetzt Stärke Level. Ist es eher Stärke Level 1 oder Stärke 2? Nicht. Ist man am Anfang auf 0 oder? Keine Ahnung, ich glaube auf 0. Ich hoffe nicht. Ich brauche Level 2. Ja, Alter, du jammerst aber. Ich hab Stärke. Ne, ich hab Stärke auf 0. Na, ey, wahrscheinlich habe ich dann auf Ding. Stufe 1. Oh. Erhöht das Tragegewicht 20%. Wurfreichweite 1% mehr. Wie muss ich mir das vorstellen? Einen halben Zentimeter mehr, oder was? So ungefähr, oder? Das ist echt der Witz, ey, Mama. Halben Zentimeter mehr wahrscheinlich. Oh Gott. Irgendwann muss ich noch. Achso, die Emilia muss ich nur. Brauchen wir die Blutsets eigentlich noch für eine Quest? Ja. Ich hab die gesammelt. Oh, ich hatte nur noch 7 Wasser, Alter. Dafür rausgegangen, Alter. Hast du nicht getrunken, oder was? Ja, hab ich nicht mitgekriegt. Guck mal, die Emilia habe ich schon fertig. Und ja, aber die kannst du gut verkaufen. Verkaufen sie. So, ich bin mal kurz weg für 10 Minuten, ne? 10 Minuten? Ja. Ja, du kannst dabei nur mehr Runden starten, wenn du Lust hast. Aber ich muss kurz 10 Minuten weg. Ja, mach mal. Jo, bis gleich. Ja. Gehen wir mal in die Wälder. Dafür den. Internet gehabt. den habe ich da gerade irgendwo gesehen. Das wäre jetzt den ganzen Gurkeneimer, Alter. Ja, Heimer. Natürlich bin ich von der Presse, Alter. Was ist mit dir? Ich bin nur auf Reportage. Ich drehe eine Reportage in den Wäldern wegen den Spechten. Suchen den Lebensraum der Spechte. Also Fresse. Die anderen auch leider. Deswegen schießen die ja trotzdem auf mich, die kleinen Huren. Ja, dabei will ich nur Vögel untersuchen. Rechts und rechts. Ich finde die meisten. Wie sie spawnen. So, wer wieder da? In 10 Minuten, Alter. Alter, er ist in der Runde drin, Alter. War eben eine Scaff-Runde, oder? Ungefähr. Eva, Alter. So, jetzt bin ich wieder da. Waren aber immer noch keine 10 Minuten. Hörst du mich? Ah, ich höre dich. Na, ich hab ganz kurz WLAN Nextstadt. Da waren keine 10 Minuten, das. Okay, ja. Der muss eh noch verkaufen und so einen Kram. Ja, ich chill dabei einfach. Magazin. Hätte ich sterben sollen. Ja, genau. Ja. Also wenn ich direkt dabei bin und ich muss überleben. Jetzt dann nochmal die Quest. Okay. So, die Quest hätte ich abgeben können. Jetzt noch muss ich jetzt noch. Das ist eine Warnung fürs nächste Match sei, oder was? Friendly Fire incoming, Alter. Huch! Ach, das warst du! Köstlich. Köstlich. Sorry, save dein Zeug. Schmeiß das hier im Busch. Die Magazin war nicht dabei. Huch! Huch, wurden die sich kümmern? Ich hab ja noch so viel Bitcoin. Ey. Oh, 60.000 so pro Paar, ja moin. Braucht man das für eine Quest? Ja, aber erst am Ende. Ja, dann verkaufe ich jetzt die Scheiße. Für welche? Keine Ahnung, Alter. Ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, ob man die wirklich findet. Nein, schon. Meinen. Meinen ist gut, Wissen ist besser. Ah, ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Ja, denn. Ey! Diese Alionka kostet auch nur 7.000. Kannst du doch keinen verzählen. Hat er das Geld gesehen? Warum gebrüllt, aber ich weiß nicht, ob er auf mich, also auf mich angebrüllt hat. Mm. Nein. Ja. Dicker! Alter! Hat der jetzt gefressen? Ist nicht dein Ernst gewesen jetzt? Ey, das hat die immer dann aber auch im Boden verschickt. Was bringt eigentlich Level 3 Face Shield? Bringt es was? Drei Auto bei der Arena. Lol, der hatte eine Gieselkarrüstung. Jeff, den die abgeknallt. Die graue, oder? Moine. Und die habe ich den komplett runtergehauen. Ah gut, deswegen hat er ein halbes Magazin gefressen. Leben nicht von schlechten Eltern. Wir haben einen Spieler getötet. Der Hunter. Okay. 16. Easy. 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 Ah, der hat, glaube ich, Wasserquelle. Wo bist du gerade unterwegs? What? Und wenn ich jetzt noch so eine Iskra finde? Hast du beim Auto schon noch gestartet? Ich bin da weit weg gewesen. Okay. Machen wir Escape-Runde ganz kurz. Auf Factory. Ja, Küste. Schande. Das muss eigentlich auf Woods für Quest machen. Oh. Wasser und diese Iskra-Notration anverteilen. Ja, okay. Ja, ob ich euch. Und 7 Scav ohne Rüstung, gell? 5. Ah jo, scheiße. Nein, ich hatte gerade auch die Presseliste an. Dumm. Hab ich gezählt. Ja, eben. Halt gerade. Der Schniedel wurde ja mein. Normal trage ich ja nie Westenliste. Jetzt hat ihr die Westen. Warte mal. Ja, okay. Ja, noch ein Spieler. Rumgekrochen, der kleine Uhren. Ja, ich hab's gerade gesehen. Nice Shot. Ah, da war mal einer meiner besseren Leistungen. Da lacht er mich auch noch aus, Alter. Oh, eine M700 Schall gedämpft, Alter. Ja, nice. Mosen. Level 26 war der Boy. Egal, der hat einen Rucksack, Alter. Ja, perfekt. Perfekt, so wollen wir das sehen. Content. Ja, natürlich. Content. Geil. Teilweise hey, einfach nur Musik in die Scav-Runden machen, einfach so scheißegal. Weil auch relativ sehr. Im Endeffekt kill ich dann durch, meistens. Weil heute das Dorf schön und auswendig kennt. Da war ja seit Anfang immer drauf und immer drin. Okay, mir einfach aus. In Factory halt sehr schwer von den ganzen Höhen und so. Ich meine jetzt Küste, Zur Küste. Ja, ich bin genau. Küste gegangen. Und die meine Level 4er Westen, Alter. Ja, hab ich ja. Ja, du, jetzt habe ich gerade Level 3 Rüstung, aber Level 4 ist halt schon gut, ne? Du konntest schon gut tanken. Ah ja, ein Schuss. Hm. Kann gut tanken. Nur bei dir. Nur bei dir. Ey, wer lootet denn alle? Mein Loot. Wieder ein PS Munition. Netzteil ist also nicht 70.000 wert. 70? Ja, ich glaube schon 70, irgendwie sowas. 60 oder 70. Weil das brauchst du für Hideout ganz oft. Ich glaube, das brauchst du für Hideout mindestens 10 Mal oder so. Mal pro Paar noch von. Leck mich doch. Ich konnte mich nicht mehr. Okay, schon. Ist noch ein toter Spieler, Alter. Auch mit einer Level 4er Weste. Ja, den wäre dann eher gekillt haben, oder? Keine Ahnung, oder wer anders? Kein Doc-Tick mehr. Ja, denn. Ja, denn. Gönn dir. Davon gewollt. Mein Tod. Shooting on me. Wow. Schon gesehen. Okay. Hoppe, da sind mehrere. Na, nice. Ich bin Schuss von Hals, Alter, und lebt einfach. Ja, jetzt ins Bein geschossen wäre wahrscheinlich eher ungefähr. Aber Hals, Alter. Und zählt der Hals nicht zum Kopf, Alter, versteht? Zählt doch, oder? Einfach nicht. Hier hat da noch einer mit einer Pumpe. Ich hab keinen Platz mehr. Haben so ein Feuerball, Junge. Ich glaube, ich bin aber auch doof, ne? Ich bin auch richtig doof. Fällt mir gerade mal so auf. Also, Mann. Ja, eigentlich kann man sagen, das ist richtig dumm. Ich muss ja 5 Scavs ohne Weste töten. Ja. Ja. Wenn ich die Scavs doch vom Weiten sehe, weil ich habe ja einen Range Scope. Ja, wirf die Weste weg und schieß. Ja, ist da komplett dumm. Ich habe jetzt 4 oder so, ich habe jetzt 3 oder 4 Scavs so schon getötet, ohne das zu checken so. Ja gut, das ist die Serververbindung wurde geschlossen aufgrund einer zugerinnten Verbindungsqualität. Alles klar. Alles klar. Das haben wir ja noch nicht gehabt, ey. Also mit Erklärung sogar, ey. Ja gut, so kannst du wenigstens eine Fehlerquelle finden. Oh, du Scheiße, ey. Also ausführlicher hätte ich es auch nicht schreiben können, ey. Oh. Eigentlich müsste der einen Screenshot machen. Oh Gott, ey. Wenn jetzt gerade auch noch irgendwo was rumgelaufen. Alter. Schieß hier auf mich. Shit. Ja, das ist Kev, oder? Oder was vor der Seite? Jawohl, Alter, tot, Alter. What the fuck? Alter. Was war das denn? Das war wieder so ein Moment, ne? Da sind die Scavs einfach. Es steht von Anfang an schon fest, dieser Scav, der tötet dich. Und Chucken, was geht? Ja gut, dann habe ich auch, oder? Aber trotzdem eine gute Runde. Ja, ich hätte 5 Scavs hätte ich gehabt. Ja. Das 2 Spiele. Ja, ja, wieder gut, Verlust. Aber... Alles verloren wieder. Jawohl. PS Muni, Alter. Alter, boy. Ein Schuss theoretisch sogar. Ein Schuss PS Muni. Ich hab mich ja voll, komplett hochgehielt. Ja, aber der Rüstung ist mehr down gewesen. Beziehungsweise die war schon down. Ich hab die Rüstung weggeschmissen. Aber trotzdem ein Schuss PS, Alter. Warum fressen die dann 15? Es ist einfach nicht zu erklären. Es geht. Du kannst dieses Spiel nicht erklären. Es geht nicht. Weil alles frisst mehr wie ich. Alles. Ich habe noch nie einen Spieler mit einem Schuss gekillt. Ah doch, okay. Aber da muss ich dem aber auch wirklich, da muss ich den aber auch wirklich komplett frontal in die Fresse schießen. Aus 1 Meter Entfernung. Also ich muss den quasi meinen Lauf ins Auge stecken, dann abdrücken. Und dann habe ich ungefähr eine 0,00000000001%ige Chance, dass der stirbt. So ungefähr. Ja, wo gehen wir hin? Mir ist das egal. Ich muss auf Customs. Bin jetzt kurz vor dem Exit, wächst meiner, wenn du auf Woods musst, können wir auf Woods gehen. Jetzt habe ich keine Sniper mehr. Okay. Okay. Nope. Habe ich, ja, egal. Egal, dann schaue ich, dass ich hier rauskomme und dann... Mann, ja gut, ich hab nur 2. Weil ich überlebe ja keine Runden. Also ich muss sagen, ich hab die letzten 5 Tage auch voll Probleme gehabt. Mit Überleben. Aber heute läuft's eigentlich richtig. Mega. Büchsen Teil 3. Alter Plot, ne? CPU. Ich muss jetzt kaputte G-Phones finden. 3 Akkus. 3 CPUs. Ja. Büchsen ja, gut, ich bin später, wenn ich ein bisschen flüssiger bin. Jäger und Sammler. Achso, das hat mit den... Was habe ich da? die normale Quest. Da brauche ich noch einen Gas-Analyzer von dem. Ja, Aufgaben. Aufgaben. Panik habe ich gerade geguckt. Rankman. Jäger. Ich guess jetzt hört. Weste. Okay. Ja, den. Ernsthaft? Ich hab den Bug mit den Händlern. Kennst du den? Ja, ja. Eine Flasche Wasser muss ich noch, eine Flasche Wasser und ein so eine Iskra-Dings muss ich. Mhm. Ja, warte, ich verkaufe alles und dann gehen wir los. Ja, wo wollt's jetzt hin? Ja, mir ist es echt egal, also. Mein Favorite war Customs, aber. Ja, gehen wir Customs. Ja. Wie gesagt, mir ist es sonst scheißegal. Ist mir scheißegal. Oh, next turn. Aha, es war. Soll ich dir dann IFA? Nee, 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 lass es. Brauche ich nicht mehr. Soll ich irgendeinen Schlüssel mit? Kannst mal, also in einem Korn mit. Weil ich muss marken. Ich muss markern. Die LKWs oder was? Nee, habe ich schon. Aber diese Fahrzeuge. Achso, diese Ultra. Na genau. Diese Tiger. So heißt es, glaube ich. Ja. So, Granaten. Zack. So ein Schmone mit dem Bug. Nee, verkauft jetzt einfach so, ist mir wurscht. Solange es das Kaffee nicht mehr wurscht. Ganz ehrlich. Ich hab zwar Rapport 500 Mal, aber juckt mir nicht. So, Magazin. So. Das Analysiere. Aber ey, so. Jungs, ohne Scheiß, ich mach heute nicht lange, Alter. Ich... Warte. Muss ich euch leider ein wenig enttäuschen. Irgendwann konnte man doch auf Toilette Level 2. Die 60er Magazine. Versammler. So, bin ready. Einmal Schrauben, viermal Schläuche, einmal Klebeband. Okay. Ja, die sind. Die waren wohl bei 120.000. Ungeheuerlich teuer. So, ich bin in der Lobby. Kasse. Jo. 16 Uhr. Jetzt zu nehmen. Ich geh mit. Aphasaurus Rex. Ah ja. So. Ich hab nichts zu trinken. Ja. Yo. Ready. Ja, heute richtig viele Leute da, war insgesamt, Alter. Typ 2, also ich und ein anderer. Und ja, ich. Alter, Alter. Eine Selbsthilfegruppe hier oder was? Selbstentertain-Gruppe. Nein. Wir entertainen uns selbst, Alter. I love to entertain me. Ja, ey. Läuft, ja, das ist der Kuh, nein, da doch. Ja, vorher. Mit dem habe ich letztens die ganze Zeit gezockt. War lustig. Ey, nächste Woche soll PS5 raus. So, Release-Datum stehen, ne? Ja. Ein Release-Datum wird released. Für 600 Euro mindestens, ey. Hm. Safe. Wenn die nicht sogar fast 1000er kostet. Ja, ich glaube, was haben sie gesagt? 900. Ja. Du kannst am PC ja gleich kaufen. Ja. Der kann wahrscheinlich stopp, bitte. Ja. Ich weiß nicht, ich bin so Konsolen-Fan nicht. Auch nicht. Eher PC. PS4, ich habe die PS4, habe ich mir damals vor 3 Jahren geholt. Eigentlich wegen einem Spiel. Ja. Wegen einem Spiel und ja, und Tarkov kann man ja nicht auf der PS4 oder so spielen. Ah, sollen wir Tanke gehen? Ja, können wir. Let's go. Ja, ich müsste halt eigentlich nur schnell diese Dinger markieren. So, ja, dann müssen wir nach links. Ja, komm, nach links. Trollpunkt. Ah ja, genau. Aber pass auf, da können wir jetzt Spieler entgegenkommen. Ja. Ja, alle 3 sind auf der Seite. Der Seite? Ja. Hey, ah ne, hinten ist auch noch einer. Ja. Ja, warte mal, erst die 2. Oh, was? Schüsse. Auf dich? Nein. Okay, fighten 2. Oben am Hügel. Ja, direkt an dem Hügel vor der Tanke. Ja. Geh mal hin, Angriff machen. Okay. Ja, ich markiere die Dinger schnell. Ja. Auf dich? Ja. Wo bist du? In der weißen Kabine. Dann wir beim Chef. Ja, ich bin tot. Ach, der war schon so nah, Alter. Ich wollte gerade wieder auf Feuermodus wechseln. Wo bist du? Ich bin dead. Dead. Tot. Ein Schuss. Tot. Typ hat halt wieder auf mich geschossen. Nein. Aber du warst doch an der weißen Hütte. Ja, ich war an der weißen Hütte. Don't get. Tötet. Ein Schuss Brustkorb. Alter, nur wegen so einem verhurten Scav, der von hinten wieder gekommen ist. Der hat mich nämlich verraten, sonst hätte er mich... Hey, und dann habe ich die Feuerrate halt mal geweckt. Feuermodus da. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn gekillt habe. Ist down. Ja, nach hinten. Ey, nur wegen diesem verschissenen Scav. Wenn der nicht von hinten gekommen wäre und mir an die Karre gepisst hätte, ne? Hätte der andere ja. Typ dann nämlich nicht gesehen, dass ich da ja, das bin. Ja, da ist nur einer, da ist nur einer. Okay, was ist hier los? Warum ist mein Mischpult jetzt? Mischpult macht nichts mehr. Also keine Ausschläge. Um was geht? Ey, ich krieg da Kotzen, Alter. Wegen so einer Kacke, Alter. Stirbst du dann. Ja, das ist irgend so 0815 Scav Ausschlägen. Ich meine, der Scav, Alter, der hat gerade instant ins Gesicht gekriegt, ne? War geil, aber... Ja, ich hab den Online-Spieler, der hat sich hingeklickt auf die Wiesen, oder das war Scav. Den hab ich direkt Headshot gegeben und den anderen, den hab ich gerade Nahkampf besiegt. Und da liegt jetzt nur irgendwo ein Scav rum. Aber keine Ahnung wo. Am Magazin vor der Wind. Ja, ich meine, wir kommen in die Richtung 12 Uhr, es passiert nichts mehr Gutes in Tarkov. Aber ich gehe schlafen, Alter. Ja, gehst du jetzt schon pennen? Ich glaube, es ist besser für mein Herz. Ja. Weil was das jetzt schon wieder war, ne? Linker Arm, Alter. Linker Arm. Ich schieß auf einen Typen, Alter. Der kommt um die Ecke, ich hab den gehört, der kann mich nicht gehört haben. Ich sitze im Dunkeln, ich schieße auf den, der gibt mir einen Schuss in den linken Arm, Alter, ich bin tot. Ich hab den zweimal getroffen. 48 von Rüstung absorbiert und 31 Schaden am Körper. Und der gibt mir einen Schuss in den linken Arm und ich bin tot. Oh, der hat eine gute Waffe dabei gehabt. Ah, es passiert einfach nichts mehr Gutes jeden Tag auf jetzt. Ich glaube, ich sollte wirklich Haier machen gehen. Okay. Aber gut, ein bisschen was von der Quest haben wir geschafft. Ja. Können jetzt hier nochmal ein bisschen Ordnung in den Stash bringen. Weiß halt nicht mehr, was, wie viele Zigaretten man von was braucht. Ja, du brauchst alle außer die Apollo. Ja, Apollo brauchst du nicht? Nee, die brauchst du nicht. Na gut, dass ich davon 7 Stück habe. Geil. Aber für irgendwas brauchte man die Apollo doch auch. Oder nicht? Nee, glaube nicht. Ja, wenigstens hat der Boy BT-Muni drin. Ah, die habe ich auch mit einem Schuss getötet. Ja gut, an dem letzten oder PS-Munition kann er behalten. Ich glaube, man braucht 777 Wilson? Oder 777? 5 ist verringert worden. 5? Ja, alle Zigaretten nur noch 5 Mal. Alle Zigaretten 5 Mal. Ja. So. Muss ich nur das Ding markieren. Ja, wo steht denn der dritte Tiger, weißt du das? An welchem bist du denn jetzt? Ich bin gerade an dem Durchbruch da. Der letzte müsste hinten an dem Kiosk, an dem Dings sein, weißt du? Ah, ja. Hinten an dem Kiosk von dem... Von dem... an der Brücke, an der Brücke, an der Brücke. Ja, an der Brücke. Auf der Brücke oder an dem Kiosk direkt? Ne, vor dem Kiosk, wenn du dann nach links rüberläufst, durch dieses Tor, vor dem Tor steht der. Okay. Perfekt. Ich meinte, es wäre der da hinten. Ja, genau, Alter. Ich krieg direkt in die Fresse. 2 Spieler, ey. Scheiße. Ja, ich sag doch, Alter, jetzt ist die Zeit, wo die ganzen Pros wach werden und dann ey, du Busch wieder, ey. Fuck. Durch den Busch, ey. Ja, natürlich mit M855, Alter. Am Brustkorb, ey. Ja, hab ich gerade auch... Brustkorb habe ich gerade auch hingekriegt. Habe ich 15 Schuss gebraucht. Moin Marvin, was geht? Habe ich 15 Schuss für gebraucht. Fuck. Ah, dass die genau da wieder warten, ne? Zum Hurenbusch. Zu zweit. Nee. Naja. So Jungs, ich mache einen Sittich, Alter. Ich bin seit 4:45 wach. Ich gehe jetzt in die Bubu. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht, Alter. Wir sehen uns morgen. Ich habe morgen frei. Vielleicht kann ich morgen Mittag sogar streamen. Muss ich mal gucken. Eventuell. Ja. Ansonsten sehen wir uns morgen Abend 20:30. Ich wünsche euch was. Haut rein. Wir sehen uns morgen Abend. Ja.